Hallo! Ich bin der alte Kruschina und das ist meine Frau, die alte Katinka. Wir gehören zu den 5 Europa größtweiten Wursthautfabrikanten. Und ich verteile diese Wursthaut auf der ganzen Welt, planetarisch, global, international. Unsere Produktpalette ist wahrhaft riesig. Wir produzieren Kunstwursthaut, Echtwursthaut, Wurst, Echtkunsthaut, Echthauste Wurstkunst und Kaut, enge Wurstkunst, Echtwurst, Haustkunst und Kost, enge Wurstkunst. Aber unser größter Stolz ist nicht die Firma, sondern unsere einzige und einzigartige Tochter. Marie, ein wahrer Engel. Hey, ich bin Marie, ich bin 20 Jahre alt. Sie ist jung, schön, intelligent, hat Aura und Charisma. Und sie ist ein echter Funskerl. Aber die Marie hat einen einzigen kleinen Schönheitsfehler. Hans, ihr Freund. Ein Totalausfall. Ein Atze vor den Herrn. Der stinkt, der rülpst. Der scheißt die Bude voll und seine Fäkalsprache gibt mir tierisch auf den Sack. Komm, verpiss dich jetzt. Jetzt hau ab hier. Mein Hans. Hallo, Champions League. Ciao. Aber nicht mehr lange. Hans' Zeit ist abgelaufen. Denn wir übernehmen jetzt die Kontrolle. Und suchen der Marie einen Traumpartner fürs Leben. Die Eltern von Marie suchen jeweils einen Kandidaten für ein Blind Date mit ihrer Tochter aus. Dann setzen sie sich gemeinsam mit Hans hin und schauen den beiden beim Daten zu. Am Ende des Tages muss sich Marie entweder für einen der beiden Neuen entscheiden oder für ihren alten Freund Hans. Der Richtige dabei ist. Aber besser als Hans wird er ja wohl sein. Allemal. Der stimmt. Everybody here. Everybody. Hallo, mein Name ist Jürgen. Ich bin 29 und Assistent. Ich bin der Alex, ich bin 27. Ist ein Sweetheart, oder? Ja. Ja, ich bin Gary und ich spiele hier im Orchester das Fagott. Bitte? Was ist denn ein Fagott? Also ich bin der Thomas Falk, liebe die Natur, sehr bodenständig, Interesse, Hobbys habe ich nicht so viele, Essen, Trinken, Schlafen, aber ich denke, das kann auch interessant werden. Ich bin Hannes und ich bin Entwickler von Hirnhack. Halt Hack aus Hirn. Hirnhack? Hört sich eigentlich sehr sympathisch an. Und es verträgt sich super mit Wursthaut. Ein junger Mann, der sich für Hirnhack interessiert, kann nur ein gutes Herz. Ich bin der Matthias, spiele Bratsche. Der Chris Gott, ich bin der Stranger, ich bin hier Musiker und Hallo, ich bin der Karl, ich spiele Bratsche. Ich lege nicht zu viel Wert auf das Aussehen, sieht man ja. Für mich zählen eher die inneren Werte. Und finde die Stimmen bei mir sehr. Das ist mal eine richtige Intelligenz. Und der hat Aura. Weil ich auf jeden Fall immer für Hack sorge. Also essbar. Aus Hacke Peter wird Kacke später. Schau mir an. Top Buddy. Das ist aber auch ein Süßer. Du bist ja Sunboy. Ich bin am besten geeignet für das Date mit Marie, weil ich sehr charmant sein kann. Ich würde sie ausreden lassen, würde die Rechnung bezahlen. Er ist ja nicht der Schnellste. Aber er ist ein echter Gentleman. Ja, weil ich so eine richtige Plaudertasche bin, einfach und gern rede. Hack? Hirnhack. Ich bin gut, jung, attraktiv, sexy. Spontan, jung, frisch. Spontan, sehr freundlich und humorvoll. Also mir wären die zu spontan. Aber dafür sind sie alle nett. Nett, nett, nett. Ich bin reif, ich bin in und ich bin kompetent. Ja, wenn ich Chuck Norris wäre, könnte ich einen Contra A auf meinem Fahrrad spielen. Treffen sich zwei Priesterseminaristen, sagt der eine, Ave Maria, sagt der andere, Servus Uschi. Alle sagen, dicke Kinder sind nicht sexy. Sie sind es wohl. Tampon. Niveaulos. Ganz der Hand. Das kann ich für euch machen, okay. Wirklich schauderhaft. Zauberhaftes Lächeln. Zwei Betrunkene laufen jetzt auf der Straße und also die sind betrunken, die merken das nicht mehr so richtig. Und
jetzt laufen zwei nebeneinander. Jetzt sagt der eine zum anderen, also es gibt ja keine Mitte jetzt bei den beiden, ne? Und dann sagt der eine zum anderen, ey, du lass mich auch mal in der Mitte laufen. Und es geht ja gar nicht, weil es gibt keine Mitte von zwei. Und sind aber, weil die betrunken sind, merken die das nicht. Das ist lustig eigentlich, ne? Schon. Ja. Aber es sind drei, ne? Bei dreien ging es ja, aber so. HIV. Ein waschechter Waschlappen. Kochen. Wurstsemmeln machen. Ein Mann am Herd. Wie absurd. Ja. Wie abstoßend das ist. Oh mein Gott, ein echter Draufgänger. Viel zu gefährlich für Marie. Aber schön sportlich. Dann fliegen wir mit der Fliegenwelt. Das ist aber schon ein bisschen schneller geworden. Mir gefällt der auch immer besser. Und ich würde sowas auch gerne. Mein besonderes Talent ist, dass ich ganz toll einen Pony zeichnen kann. Das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Das ist für dich, liebe Marie. Du, das ist doch kein Pony. Solche Bilder habe ich im Kindergarten gemalt. Also ich habe mich entschieden. Ich auch. Dann lass uns Hans und Marie holen. Da guckst du denn jetzt so hässlich? Und sie nicht in diesem Ton! Ich red wie ich will! Und nicht in diesem Haus und nicht zu meiner Frau! Vor allem solange du deine dreckigen Schnapper unter meinem Tisch und deinen fetten Arsch auf meiner Couch hast! Pass auf! Ich red wie ich will und jetzt sind keine Stampfer, sondern Adiletten! An deine Füße, du Vogel! Du kannst Hackenschuhe anhaben! Stampfer bleiben Stampfer! Jetzt piss mir nicht an! Hier! Kotz mich Wenn an! Wenn du euch jetzt mal beruhigen! Du sei mal ein Schiff, Freund, sonst verpasse ich dir ja noch ein zweites blaues Auge! Marie! Du hast gesagt, du bist gegen eine Tür gelaufen! Was ist denn hier? Ja, ja, stimmt ja. Ja, und jetzt heißt es als nächstes Mal noch, ich bin gegen eine Faust gelaufen! Aus Versehen oder was? Hans, Gewalt ist keine Lösung. Und du scheinst keine andere Sprache zu kennen als die Gewalt. Ich hab die Faxen dicke mit dir. Ja, ich auch. Du kannst dich gleich mal verkrümeln. Nee. Und weißt du mal, was Marie? Dein erstes Date steht vor der Tür. Weißt du dich? Ja. Das ist mal ein richtiger Mann, nicht so ein Prophet, so ein Prolet wie er hier. Vielleicht wollen wir auch mal sehen, ob der meine Marie kriegt hier, ne? Vielleicht kriegst du so wirklich. Ne. Ja, zeig mir ja. Wir holen mal den Kandidaten. Zeig mir wir holen mal den Kandidaten. Wir holen mal den Kandidaten. Karl, komm rein. Schön dich zu sehen, schön dich zu sehen. Marie. Das soll ein Date sein, oder was? Darf ich vorstellen? Karl, Marie, Marie, Karl, Karl, Hans, Hans, Karl, Katinka, Karl, Karl, Katinka. Oh Gott! Ich hab dir was mitgebracht. Heimlich. So, meine beiden Mäuse, dann ganz viel Spaß bei eurem ersten Date. Ja, Marie, für dich habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Oh. Komm mit! Ich bin gespannt. Tschüss! So, Hans! Jetzt kannst du mal sehen, wie sich zivilisierte Leute richtig verhalten. Wir gucken uns jetzt die Dates an. Pass auf. Bist du dämlich, Mann? Das ist doch echt nicht der Anknopf. So. Ihr seid doch alle irre. Das ist mein Mobiltelefon. Wir haben doch am Fernseher auch keine Bluetooth-Verbindung aufgebaut. So. Ansicht für mich.